Hallo ihr Lieben, willkommen zum Liebesorakel für den Monat November. Ich bin jetzt ein paar Tage verspätet, aber ich hoffe, das macht nicht allzu viel aus. Habe es leider nicht vorher geschafft, da die Resonanz für das Liebesorakel letzten Monat recht gut war, dachte ich, ich mache auch diesen Monat wieder eins für euch. Ich habe drei Steinkarten diesmal für euch ausgewählt. Und zwar, ich zeige die euch zum einen den Rhodonit, den Rosenquarz und den Granat. Ich habe lauter rote Steine genommen im Zeichen der Liebe. Und du darfst jetzt intuitiv dich für eine der drei Karten entscheiden. Und das wäre dann auch dein zugehöriges Liebesorakel für den Monat November. Stelle dazu bitte mal beide Beine schön auf den oder beide Füße auf den Boden. Verankere dich. Du darfst auch gern die Augen schließen. Und spür mal in dich ein, zu welchem der drei Steine du dich hingezogen fühlst. Ist es eher der dunklere Rhodonit oder der Rosenquarz oder der Granat? Wer spricht dich intuitiv mehr an? Vielleicht ist es auch einer der Kartenstapel, der dich intuitiv spüren lässt, dass du da richtig bist. Und wähle bitte jetzt. So, ich hoffe, du konntest dich entscheiden. Und ich beginne mal mit dem ersten, mit dem Rhodonit. Also der Rhodonit habe ich deshalb gewählt. Ich hatte mehrere, Herzchakra-Liebesstein-Karten zur Auswahl und habe diese gezogen. Und sie steht... Also dieser Stein steht für die Kraft der Veränderung. Ja? Er gilt auch als der erste Hilfestein der Liebe. Ja? Also auch bei Kummer, ja, ist er sehr wichtig. Er gibt Kraft, Kraft auch Veränderungen anzunehmen. Ja? Auch, ich sag mal, wenn man verletzt wurde in der Liebe oder wenn man sich da nicht ganz heil fühlt, ist er hier wirklich der erste Hilfestein. Jetzt schauen wir mal, du hast dich ja intuitiv für diesen Stein entschieden, was hier die erste Karte dazu sagt. Und da lese ich dir die mal vor. Der tiefere Sinn in einer Partnerschaft ist das Einzige, was eine Beziehung dauerhaft antreibt. Das ist eine sehr interessante Karte, weil hier geht es diesen Monat um den tieferen Sinn der Partnerschaft. Das kann jetzt Verschiedenes bedeuten. Also zum einen sagt die Karte aus, eine Beziehung ist nicht nur Party, ist nicht nur Freude, ist nicht nur Spaß. Das wäre reichlich oberflächlich, denn auch wenn Liebe schön sein soll und Partnerschaft schön sein soll und mit Sicherheit auch Spaß und Freude drin sein soll und Humor, stecken doch hinter Verbindungen auch tiefere Bedeutungen. Wir Menschen lernen in Beziehungen voneinander. Jetzt ist die Karte nicht so fröhlich gestaltet. Das kann auch Stürme bedeuten, dass es nicht so einfach ist, ja. Das kann bedeuten, dass diesen Monat die Liebe vielleicht auch mal ein bisschen auf den Prüfstein gestellt wird. Wie tief öffnen wir uns für unseren Partner? Wie ehrlich sind wir zueinander, ja? Man kann sich Fragen stellen wie, ja, warum oder was liebe ich eigentlich an dem anderen? Was ist es an dem anderen, das mich so tief berührt, ja?
Haben wir Gemeinsamkeiten, die uns verbinden? Ja, haben wir gemeinsame Ziele? Ja, also das steckt da auch alles drin. Ja, es kann auch bedeuten, weil hier so ein bisschen Stille auch drauf ist, dass es ein Monat ist, wo man sich auch gegenseitig so ein bisschen voneinander zurückzieht, wo vielleicht nicht so diese Enge da ist wie sonst, also Nähe meinte ich, sondern dass jeder momentan so ein bisschen Zeit für sich beansprucht, wo man, also gerade jetzt in einer Partnerschaft, wo jeder für sich mal so ein bisschen beleuchtet, ja, es ist jetzt auch die dunklere Jahreszeit, wir sind alle etwas eingekehrter, vielleicht auch etwas nachdenklicher, ja, und das soll man aber nicht als schlecht werten oder als Ablehnung werten, sondern sich wirklich in der Stille besinnen, was ist mir wichtig am anderen, was ist mir wichtig in der Partnerschaft. Und wenn man sich darüber klar ist, was einem am anderen eigentlich so gut tut und wichtig ist, dann ist man auch wieder viel offener für den anderen. Also es ist eigentlich eine Zeit der Besinnung und dadurch öffnet man auch neue Wege, neue Kanäle, ja, im gemeinsamen Sein. Ja, also das jetzt, wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn du Single bist, würde das bedeuten, dich innerlich auszurichten, was möchte ich überhaupt in einer Partnerschaft? Was ist mir wichtig in einer Partnerschaft? Also da geht es wirklich darum, nicht wahllos rumzurennen, wann findet mich endlich einer, sondern dir schon mal konkret vorzustellen, was möchte ich eigentlich, was erwarte ich von einer guten Partnerschaft? Und was bin ich bereit auch einzubringen? Also nicht nur von anderen erwarten, sondern was bringe ich aktiv dafür ein, dass dann diese Partnerschaft, die dann kommt, auch gut werden kann, so wie ich es mir vorstelle. Das ist auch ganz wichtig, nicht immer nur vom anderen zu nehmen oder zu erwarten, sondern auch selber aktiv zu sein, dann im Einbringen in der Partnerschaft. Und darum ist manchmal die Stille und Besinnung so wichtig, dass man sich klar wird über die tiefere Bedeutung einer Partnerschaft. Wenn du jetzt weder Single bist noch in einer Beziehung, sondern vielleicht dich verliebt hast in jemanden, wo du noch nicht so richtig weißt, wird das was? Ja, dann wäre das hier so ein Hinweis. Hier ist erstmal so ein bisschen auf Rückzug gegangen. Hier weiß man selber vielleicht noch nicht so richtig, sieht nicht so richtig klar, ob das gut für einen ist. Und das Gegenüber selber ist sich auch sehr unsicher, ja. Also hier hilft es wirklich, erstmal in den Rückzug zu gehen und sich Gedanken zu machen, ob man wirklich, was, also ob da wirklich Punkte sind, die einen wirklich verbinden oder ob es mehr der Wunsch ist, die Einsamkeit zu füllen. Weil hier in der Karte haben wir ja auch Einsamkeitsaspekte mit drin. Ja, also das wäre so hier die Hinweise. Jetzt schauen wir bei dir mal weiter, was die nächste Karte zeigt. Das ist aus dem Orakel der Liebe. Und hier sieht man das Zurückziehen. Ja, ist ähnlich eigentlich wie die erste, weil die ja auch so eine gewisse Distanz ausdrückt in dem Besinnen. Und hier bestätigt die das eigentlich nochmal, dass man die Dinge eigentlich nochmal überdenken soll und auch sich frei machen davon, und ohne Druck auch nachdenken, sich selbst nicht unter Druck setzen und auch den anderen nicht unter Druck setzen, das ist besser. Also, wie ich schon sagte, wenn du in einer Beziehung bist, heißt das jetzt nicht, dass die schlecht ist, sondern einfach, dass jeder momentan ein bisschen Zeit für sich braucht und das in Ordnung ist. Wenn du Single bist, dann sollst du dir keinen Druck machen,
wäre das hier die Aussage, damit verzögerst du eigentlich die Dinge, damit mit Druck kommt eigentlich nichts Positives raus, wenn wir andere Menschen unter Druck setzen oder uns selber unter Druck setzen, dann ist die Energie nicht im Fließen und dann schiebt man eigentlich Wünsche oder Dinge, wo sich erfüllen mögen, vor sich her. Das ist eigentlich Gesetz der Energie, dass dann die Dinge nicht so schnell ins Leben kommen. Also nimm den Druck raus, wäre hier der Hinweis, wenn du Single bist und wenn du schon dich in einen Partner oder in eine andere Person verschaut, also verguckt hast, dann macht diese Person keinen Druck. Und zieh dich eher ein Stück weit zurück und nimm dich ein Stück weit raus, dass die Energie auch wieder ins Fließen kommen kann und dass der andere dann auch merkt, wie wichtig ist mir die Person. Da geht es wieder um diese Sinngeschichte, weil der andere muss das ja auch spüren, diesen Sinn in der Partnerschaft, nicht nur du. Ja, da gehören ja immer zwei dazu, dass man diese Sinnhaftigkeit der Partnerschaft spürt, warum man mit dem anderen zusammen sein möchte. Und hier wäre wirklich Druck rausnehmen und einen Schritt zurückgehen, wäre hier der Hinweis. Weil wir haben ja hier in dem Stein, den du gewählt hast, zwar einerseits ist es ja der erste Hilfestein in der Liebe, der zeigt ja, dass hier nicht alles im freien Fluss ist, aber er bringt auch die Kraft einer Veränderung. Ja, das ist jetzt kein Versprechen, dass du den Mann deiner Träume, der jetzt gerade im Moment vom Gefühl her der Mann deiner Träume ist, bekommst, sondern es ist das Versprechen, dass sich was verändern möchte, dass die Liebe wieder in Fluss kommen möchte. Ja, das ist das Versprechen. So, dann schauen wir mal die nächste Karte. Und die wäre hier die Maskerade. Ja, die habe ich aus Botschaften vom Herzengel von Sabine, Sabine Roland, genau. Ja, also hier steht, erlaube dir wahrhaftig zu sein. Ja, also diese Maskerade heißt, wir leben unter einer Maske. Wir zeigen uns vielleicht nicht ehrlich. Wir verstecken uns vor dem anderen oder vor anderen, zeigen nicht, wer wir wirklich sind, was wir wirklich fühlen. Das kann sein aus Angst vor Zurückweisung, wenn der andere sieht, wir sind vielleicht doch nicht so stark oder wir sind vielleicht doch nicht so perfekt, wie auch immer. Das heißt, verstecke dich nicht, zeig dich, wie du wirklich bist und spiel auch keine Rolle vor dem anderen, denn das wird dir nichts bringen. Es wird sich so oder so zeigen, dann ob es passt. Und wenn wir eine Rolle spielen, dann begeben wir uns in eine Falschheit rein. Und da kommen wir so fast auch dann gar nicht mehr raus, ja. Und man hat dann irgendwie auch Angst, entdeckt zu werden. Also hier geht es wirklich ehrlich sein und also ehrlich zu anderen zu sein und auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Also hier geht es auch viel um Selbstbetrug. Lüge ich mich selbst an? Mache ich mir was vor in Bezug auf die andere Person? Ja, wenn ich mir vielleicht wünsche, das Gegenüber möchte was von mir und ich spüre aber innerlich, jeder hat ja eine Intuition, ein Bauchgefühl und ich spüre eigentlich, nee, das wird nichts, der will nichts von mir. Und dann mache ich mir aber ständig was vor, das bringt mich nicht weiter. Da komme ich nicht in meinen natürlichen Fluss und da gebe ich auch der Kraft der Veränderung keine Möglichkeit, ja. Da ist es besser, geh zurück einen Schritt und betrachte das. Ist es dieses Gegenüber wirklich wert, dass ich mich so verstellen muss, dass ich so tue, als ob und es bringt mich doch nicht weiter und ich bin doch irgendwo unglücklich, ja. Und das sollst du nicht. Also hier wirklich ein Hinweis insgesamt jetzt für dich, dass der Monat etwas auf die Besinnung geht, auf das Nachdenken und dass man wirklich ehrlich zueinander bleibt, ja. Und wenn man für sich dann die Dinge auch hinterfragt hat und Klarheit bekommt, dass dann die Dinge auch in die Veränderung gehen. Und jetzt schauen wir deine letzte Karte noch an.
Und das ist hier wunderschön, habe ich nämlich von die Liebe der Engel gezogen. Und da haben wir den Erzengel Raphael. Und wer sich etwas mit Engeln auskennt, weiß, dass Raphael mit seinem grünen Licht das Licht der Heilung bringt. Und das bedeutet, hier möchten nicht nur Dinge in den Fluss kommen, hier möchten auch Themen, die schmerzlich waren, die wehgetan haben oder immer noch wehtun, geheilt werden. Du sollst Heilung erlangen, ja? Du sollst Heilung erlangen und dann auch die Kraft zur Veränderung haben, dass die Liebe in deinem Leben sich so manifestieren darf, wie es gedacht ist, nämlich in Fülle. Ja, das sei es, eine gesunde Partnerschaft zu leben, in der man offen ist, keine Masken tragen muss, ja, wo man tiefer geht, auch ein Stück weit, dass die Seele ernährt wird, ja. Wenn man Single ist, dass man endlich vielleicht alte Wunden heilen kann, die man noch mit sich rumträgt und sich deshalb verschlossen hat, eine Maske getragen hat und das Gegenüber eigentlich richtig sehen konnte und dass du jetzt gesehen werden kannst und die Liebe finden kannst. Und wenn du dich in einen Mann verliebt hast oder in eine Frau, wo du das Gefühl hast, das wird nichts oder die weicht aus und du weißt nicht, dann soll auch dieses Thema in dir geheilt werden, dass es sich so erfüllen möge, sei es, dass entweder du erkennst, die Person passt wirklich nicht zu mir, dann lass sie in Frieden gehen, ja, und trage keine Masken mehr oder belüg dich da auch nicht selbst. Oder dass man wirklich erkennt, ja, es ist das und dass es dann in Heilung und in Fluss geben kann. Also das ist so die Botschaft hier für dich, für den Monat November. So, dann gehen wir zum nächsten und zwar zum Rosenquarz. Der Rosenquarz ist ja schlechthin der Stein der Liebe. Wir haben hier Liebe, Vertrauen, auch die Nächstenliebe. Heilt, sagt man, Enttäuschung und Herzschmerz. Verstärkt auch das Romantikgefühl und das Mitgefühl. Ja, es ist ja ein sanftes Rosa, das wir hier haben. Jetzt schauen wir deine erste Karte an, die wir hier finden. Und ich zeige sie dir mal kurz, bevor ich es vorlese. Und wir haben hier: Wer nicht redet, teilt sich nicht mit. Wir haben hier zwei Personen, die nebeneinander sitzen. Jeder schaut geradeaus, aber wir haben nicht das Gefühl, sie schauen sich direkt an. Auch sind sie etwas dunkler gekleidet. Also, es ist ja eine Karte der Kommunikation. Hier wird ausgedrückt, dass man hier eine gewisse Einsamkeit lebt. Ja, hier findet keine richtige Kommunikation statt, keine richtigen Gespräche. Ja, kann auch sein, man lebt nebeneinander etwas her. Ja, also hier geht es wirklich darum, wenn du in einer Beziehung bist, ist es ein klarer Hinweis. Bitte, bitte wieder mehr miteinander zu reden, auch genau hinzuhören, was der andere einem sagen möchte. Ja, das sind so ganz kleine, zarte Dinge, wie auch der Rosenquarz ankündigt. Das muss gar nicht immer so offensichtlich sein. Es sind die kleinen Dinge, die auch verletzen können, wenn man mal nicht hinhört oder nicht so Aufmerksamkeit schenkt. Und das kann auf Dauer so kleine Verletzungen auch einen ein bisschen so in eine Einsamkeit treiben gegenseitig und dabei könnte es so schön sein und dabei liebt man sich noch, ja. Man kann damit be ge beginnen vielleicht auch, dass man versucht, sich an Gespräche zu erinnern, wie war es denn mal früher zu Beginn, wie haben wir da miteinander gesprochen, über was haben wir gelacht, was waren wichtige Themen für uns und das ist schon so der erste Schritt, wenn man sich das in Erinnerung holt und wieder darauf zugreifen kann, dass man dann auch bewusst wieder Gespräche auch auf solche Themen lenkt. Ja, also hier geht es wirklich um tiefe Gespräche und auch
das richtige Hinhören beim Partner. Das ist sehr hilfreich, ja. Auch wenn man vielleicht eben viel miteinander streitet, ja, dass man da wirklich mal genau hinhört, was ist denn eigentlich die Ursache, dass wir uns streiten? Sind es wir oder ist es unser Umfeld, dass wir uns bekriegen, oder der Arbeitgeber, bürdet der mir vielleicht zu viel Stress auf, oder meinem Partner, dass sich der Frust zu Hause entlädt? Das dann bitte nicht laufen lassen, sondern das mal konkret auch ansprechen und gucken, wie bringen wir da Entlastung rein. Ja, weil hier wird halt wirklich was angedeutet, dass Gespräche wichtig sind und dass man mehr darauf achten sollte. Oder kann auch bedeuten, vielleicht führst du oder dein Partner oft Monologe. Man spricht und spricht und spricht und der andere hört gar nicht hin. Da fühlt man sich irgendwo auch veräppelt. Ja, und solange unser Gegenüber dann manchmal nicht sagt, jetzt reicht's oder so und ich habe die Nase voll von dir, merken wir das als Monate, Wochen überhaupt nicht und irgendwann macht's rums. Ja, und das muss nicht sein. Also hier wirklich mal genau auf die Kommunikation diesen Monat achten und was kann ich da aktiv tun, um die wieder besser zu gestalten. Wenn du in keiner Partnerschaft bist, bedeutet das, wie kommuniziere ich, dass ich Single bin und dass ich mir vielleicht wieder eine Partnerschaft wünsche nach außen? Bin ich nur am Jammern, igel ich mich ein und halte so mit Abstand, dass keiner an mich rankommt? Oder wie führe ich vielleicht auch Dates? Ja, also wie führe ich da meine Kommunikation? Rede ich nur von mir? Lasse ich das Gegenüber nicht zu Wort kommen? Also es sind viele, viele Beispiele, was das sein kann. Also da wäre der Hinweis, überdenke mal deine Kommunikation im Außen. Also wie du mit zukünftigen Partnern umgehst oder auch mit Menschen, die mit dir über dieses Thema sprechen. Ja, also hier wäre auch ein Klärungsbedarf. Und das Dritte ist wieder, wenn du also einen Mann oder Frau kennst, wo du das Gefühl hast, es könnte in eine Beziehung gehen oder da hast du ein bisschen dein Herz hingegeben, dann wäre auch hier der Hinweis, hier klappt noch was noch nicht richtig in der Kommunikation. Hier muss klarer gesprochen werden. Hier fühlt man sich vielleicht trotz Gesprächen auch einsam, weil man nicht genau beachtet wird. Ja, also das sind jetzt mehrere Hinweise, die ich gegeben habe. Also das wäre jetzt mal so das Grundthema bei dir diesen Monat, wirklich sprechen. Ja, sprechen, Gespräche in der Partnerschaft. Jetzt schauen wir mal die nächste Karte an. Und da haben wir hier die Träume. Ja, wunderbar. Also wenn wir das jetzt verbinden, wäre das... wie kommuniziere ich in der Partnerschaft auch meine Ziele, meine Wunschvorstellungen? Wo ich hin möchte, sage ich das oder passe ich mich vielleicht immer meinem Gegenüber an und bringe das gar nicht richtig zum Ausdruck? Oder bringe ich nur meine Wünsche und Ziele ständig ein und beachte die von meinem Partner nicht? Also hier wäre auch hinzuschauen. Des Weiteren sagt die Karte noch, achte mal diesen Monat auf Mitteilungen über Träume. Das kann bedeuten, dass du Eingebungen, Ideen über deine Träume bekommst, wie es weitergeht, vielleicht in der Beziehung oder wie es weitergeht überhaupt beim Thema Liebe. Ja, also da wird angezeigt, dass hier Mitteilungen über Träume kommen und du dem Beachtung schenken darfst, ja. Es ist auch eine positive Karte im Hinblick auf das Themen, die vielleicht momentan so ein bisschen Herzschmerz machen, wo vielleicht das Vertrauen auch nicht so ganz da ist, weil im Rosenquarz haben wir auch das Thema Vertrauen mit drin, dass diese Themen sich lösen, dass du da wie eine Erlösung erfährst, dass es da Auflösung gibt, ja, und du dann wieder klarer sehen kannst, weil im Traum ist ja alles noch nicht so richtig greifbar, ja, und das zeigt sich aber, dass das dann in eine Lösung reingeht. So, dann schauen wir mal deine nächste Karte. Hier haben wir, ich zeige sie dir, das Thema Zeit. Ich lese mal vor.
Überprüfe, mit wem du deine Zeit verbringst. Das ist auch nochmal ein Hinweis zusätzlich für dich. Und zwar, also mit wem du deine Zeit verbringst. Das bedeutet zum einen, verbringe ich genug Zeit in meiner Partnerschaft, widme ich genug Zeit meinem Partner, wo wir wieder bei den Gesprächen wären. Reden wir genug? Gehen wir auch mal aus? Tun wir was füreinander, miteinander? Oder leben wir deshalb nebeneinander her, weil wir nur alle anderen Dinge machen, jeder seinem Hobby nachgeht oder Kinderthemen nachgeht und man schaut gar nicht mehr in der Partnerschaft aufeinander? Dann ganz klar, hallo, verbringt Zeit miteinander und wirklich Zeit verbringen mit den Menschen, die einem auch am Herzen liegen. Ja? Und um da auch die Chance für Gespräche und auch Mitteilung für Träume und Wünsche aktiv zu nutzen. Ja, ist der Hinweis, wie gesagt, auch für Singles zum Beispiel, die eine Art Neuausrichtung zu machen, indem man Freizeit, Ausgehen und so weiter viel konkreter vielleicht auch plant. Weil es nützt nichts, wenn man immer sagt, zum Beispiel, oh, jetzt bin ich schon so und so lang Single und ich treffe ja niemand und sitzt jeden Abend mit der Popcornschachtel vor dem Fernsehen. Ja, ist jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, und redet nur vielleicht mit der Freundin am Telefon und jammert der die Ohren voll, wo wir bei der Kommunikation wären. Und da verpufft die ganze Energie in eine falsche Richtung. Also da dann lieber zu sagen, Mensch, ich unternehme was Schönes, ich mache Spaziergänge mit meiner Freundin, ihrem Hund oder ich gehe jetzt ins Yoga oder sonst was, ja. Einfach auch, um unter Menschen zu kommen und die Zeit auch für Dinge zu nutzen, die einem Freude machen. Vielleicht hast du schon ewig ein Hobby durchführen wollen oder dich zu einem Kurs anmelden wollen. Und dann sagt die Karte ganz klar, es wird jetzt Zeit dafür, dass du dich neu ausrichtest in die Richtung auch hingehend deiner Ziele und Träume. Ja, hast du das, was du dir immer nur vorstellst, ist ja schön in der Vorstellung, aber wenn du gar nichts dafür tust und die Zeit dann in die falsche Richtung verplemperst, ja, also wo wir wieder beim Wünschen wären ans Universum, dann verpufft die ganze Energie für Wünsche, Ziele und Träume, wenn wir gar nichts in die Richtung machen. Weil wenn wir was machen, dann zeigen wir nämlich auch Vertrauen ins Universum, dass die Dinge wirklich wahr werden. Ja, wenn ich eben nicht am Telefon kleben bleibe, nur weil ich denke, dass Mr. oder Mrs. XY mich heute mal anrufen könnte, ja, da bringe ich nichts in Fluss, keine Energie in Fluss. Gehe ich dann aus oder unternehme was oder gehe meinen Hobbys nach, bin ich mit meinen Gedanken bei schönen Dingen, umgebe mich mit schönen Dingen, dann kommen auch wieder gewisse Dinge in Fluss. Ja, also wirklich hier Zeitfaktor. Ganz wichtig. Für was nutze ich meine Zeit? Nutze ich die wirklich für Dinge, die mir wichtig sind? Ja? Oder verplemper ich die Zeit? So, und jetzt haben wir auch bei dir noch eine Engelkarte obendrauf. Und da habe ich bei dir hier den Engel des Vertrauens. Und das ist wirklich eine schöne Botschaft, weil im Engel des Vertrauens geht es einmal um die Hilfe von oben, sich öffnen nach der Hilfe von oben auch und also zu begreifen, dass man nicht alleine ist. Wir hatten ja zu Beginn die Karte auch der Einsamkeit drin, dass man auch in einer Partnerschaft einsam sein kann. Klar, wenn man lange alleine ist, vielleicht sich einsam fühlt. Oder wenn man vom Partner nicht richtig erkannt wird oder vom Gegenüber, fühlt man sich einsam. Und hier geht es darum, um schon mal aus diesem Gefühl der Einsamkeit rauszugehen, zu begreifen, hey, du bist ja nicht alleine. Ja? Fühl dich geborgen, ja, eigentlich geborgen in dem Ganzen. Ja? Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also sich einfach geborgen fühlen hier in dieser Matrix. Ja, sich nicht einsam fühlen. Darum geht es hier. Und dieses Urvertrauen wieder zu bekommen. Weil im Rosenquarz steckt auch drin Vertrauen. Ja,
Und hier geht es auch um ein Urvertrauen. Und das Vertrauen in sich selbst einerseits, ja, vielleicht ist das enttäuscht worden, und auch das Vertrauen in andere Menschen, das ja auch enttäuscht worden sein kann. Ja, und dass man deshalb vielleicht schon auf Distanz geht oder niemand richtig an sich ranlässt oder dann einfach kein Vertrauen da ist. Hier geht es Vertrauen in sich und andere Menschen wieder zu finden und zu erkennen, man ist nicht allein. Und wenn man dieses Gefühl in sich schon hat, auch wenn man vielleicht momentan nicht ganz glücklich ist in Liebesdingen, ja, trotzdem dieses Gefühl lebt, ich bin nicht allein, dann pusht das die ganze Energie nach oben und ihr werdet auch nicht allein, ihr werdet auch nicht alleine sein oder lange alleine sein, ja, weil die Energie ja immer der Aufmerksamkeit folgt. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit nur auf Einsamkeit gebe, auf Verlassensein, dann ziehe ich davon immer mehr in mein Leben. Gehe ich aber aus diesem Schritt raus und gehe in die Öffnung, gehe in das Geborgen sich fühlen, in das Vertrauen, in das Urvertrauen, dann öffnest du die Kanäle in alle Richtungen. Das sieht man hier auch, wie es nach oben und unten ausschwingt. Ja? Also auch eine ganz schöne Botschaft für dich. So. Jetzt gehen wir noch zum letzten Orakel, wenn du dich für den Granat entschieden hast. Der ist ja so feurig, der Granat, ja. Der Granat ist ein Stein der Zuversicht. Er gibt Halt bei Kummer. Er soll Hoffnung schenken, Energie und Mut. Und man sagt auch, er soll vor falschen Freunden schützen. Ja, ist auch ein Schutzstein. Ja, und er hilft auch, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Also ein ganz interessanter Stein, der Granat. Also Hauptthema ist, wie gesagt, Kummer, Halt und Mut. Jetzt schauen wir mal deine erste Karte an. Schau mal, ich lese sie dir auch mal vor. Das wäre der ständige Blick auf deinen Mangel. Verstell dir den Blick auf deinen Reichtum. Hui. Also, das heißt ja, man ist zu sehr Mangel ausgerichtet. Ja. Also die Karte sagt, man ist irgendwo im Mangeldenken. Man ist nicht in der Fülle. Das kann sein, dass man zum einen, wenn du in einer Partnerschaft bist, über diese nicht so gut denkst oder nicht so optimistisch denkst. Vielleicht vermiesst du dir auch selber ein bisschen die Zufriedenheit da drin. Das kann sein, dass man zum Beispiel an sich selber rumnörgelt ständig und hofft, der Partner wertet einen auf. Oder man hackt auf den Partner rum und sucht da immer so Punkte raus, dass man was findet. Ganz unbewusst. Man denkt vielleicht, es ist gar nicht so belastend. Aber man merkt nicht, dass man dazu die ganze Beziehung so ein bisschen in Schieflage bringen kann. Und der andere, der nimmt die ganze Energie auf und dem geht es gar nicht so gut damit. Vielleicht merkst du das selber gar nicht so. Oder es ist umgedreht. Ja? Und das erschwert auch so ein bisschen ein stabiles Fundament zu bilden. Ja, also man bringt es immer so ein bisschen dann ins Wanken. Ja, also hier liegt ja auch eine so ein bisschen traurig. Ja, vielleicht ist man auch jemand, wo schnell sagt, so, es ist alles so schlecht und dann zieht man sich zurück und leckt so seine Wunden im Stillen und bedauert sich selbst. Und das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Ja, da gibt man sich wirklich in diese Mangelhaltung und drückt sich auch von anderen Menschen ein Stück weit weg. Ja, also die spüren diese Mauer und trauen sich gar nicht dann so richtig mehr an einen ran. Ja, also es kann, wie gesagt, einerseits in der Partnerschaft sein, es kann aber auch sein, dass man das macht, weil man schwer verletzt wurde, man ist Single, man richtet so ein Türmchen um sich rum, keiner traut sich mehr recht an einen ran,
Man fühlt sich auch total verletzlich. Man trifft Männer zum Beispiel oder Frauen bei einem Date und denkt dann, nee, schon wieder nicht das Richtige. Und ich treffe ja eh nur Leute, die nicht zu mir passen. Das kann dann wie so eine Spirale sein. Und damit zieht man immer mehr von diesem Mangel an. Ja? Und da draußen, da ist ja ein Riesenfenster. Da ist die Fülle, da ist die Auswahl, aber man hockt da drin und kommt gar nicht mehr raus. Man sieht gar nicht mehr die ganzen Möglichkeiten, die da draußen sind, weil man so in diesem Ding gefangen ist. Ja? Also hier ist wirklich der Hinweis, richte deinen Fokus auf Kraft, ja, auf den Halt, was man ja auch im Granat hat, und auf die guten Eigenschaften, an die schönen Eigenschaften, an dir selber, an den anderen Menschen, die du triffst, ja. Das heißt jetzt nicht, dass du dir einen Partner schönreden sollst, wo du das Gefühl hast, nein, das passt nicht. Aber du sollst ja nicht sagen, zum Beispiel nach dem Date, oh, das ist schlecht gelaufen, das bin ich ja schon gewohnt, 20 Dates waren schlecht, die nächsten 10 werden auch wieder schlecht, ja. Sondern sagen, Mensch, ich habe einen super netten Menschen kennengelernt. Der hat mir jetzt das und das gezeigt. Das war total interessant. Und ich würde auch mit dem nochmal einen Kaffee trinken gehen. Für eine Partnerschaft reicht es jetzt zwar nicht, aber ich bin offen für alles, das da kommt. Das ist raus aus dem Mangel. Weil wer sagt schon, wenn du mit dem weggehst, vielleicht hat der einen Bekannten und darüber kommst du an einen Bekannten, der zu dir passt. Also das heißt jetzt nicht, dass du rumlaufen sollst und jeden dann ständig weiter daten sollst, nur in der Hoffnung, wieder einen neuen zu treffen, weil dann setzt du dich wieder unter den Druckgedanken und das wäre nicht gut. Sondern einfach wirklich die Dinge auch aus einem positiven Aspekt heraus betrachten. Ja, sagen jetzt manche vielleicht, ja, die hat gut reden, ich bin jetzt aber schon 8 Jahre alleine und das ist gar nicht so einfach. Ja, aber geh dann mal wirklich mal zurück, geh mal mit deinen Gedanken zurück, was war die letzten Jahre, wie hast du dich verhalten, wie hast du darüber gedacht und da wirst du schon, also bin ich mir sicher, dass du an Punkte stoßen wirst, wo du sagst, Mensch, ja, ich halte mich da schon ein Stück weit selber gefangen und ich kann da dran was tun und ich kann was ändern und ich habe auch den Mut, was daran zu ändern. Es ist ja auch immer ein bisschen so eine Sache von Mut, über alte Brücken zu springen und die abzubrechen, weil man dann genau weiß, wenn man die überspringt, dann verändert sich wirklich was. Ja? Und dann auch ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, ja, ich bin doch wirklich bereit, ich will ja jetzt auch die Veränderung, ich will mir nicht weiter meine Wunden lecken oder an den Leuten oder an mir selber rumnörgeln, wie auch immer, was da bei dir Thema ist, ja, was da gerade wichtig ist. Wir hatten jetzt die Punkte, wenn du in einer Partnerschaft bist oder auch wenn du Single bist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in einer unglücklichen Liebe hängst, weil du merkst, ach, da geht nichts voran, die andere Person entschließt sich nicht oder wird das überhaupt was, also hier ist, muss auch, sagt die Karte, ein Stück Mangeldenken drin sein. Vielleicht hast du schon mehreres erlebt, wo es nicht vorangeht und sagst dir, Mensch, das ist immer und immer wieder geht da nichts voran. Oder hast schon so eine Denkweise angenommen, dass nichts vorangehen kann. Ja? Da war ja auch das Thema, da ist kein Fundament da. Ja? Also da dann auch ein Stück weit zu schauen, wie ist mein Fundament? Ist das stabil oder ist das nur auf Luftschlössern gebaut? Ja, also vielleicht ist es auch eine Angst, dass man denkt, wenn ich jetzt diesen loslasse, wo ich merke, das ist nicht auf stabile Füße gebaut, dann kann es auch eine Angst sein, ja, dann bin ich ja doch allein. Wenn ich den jetzt loslasse, dann habe ich nichts, an was ich mich halten kann. Aber das ist auch ein Mangeldenken, ja. Zu wissen, wenn ich den loslasse, dann, und ich habe den Mut, ihn loszulassen und ich springe über das Brücklein, ja, oder über die kleine Mauer, die da eigentlich nicht so hoch ist, ja, dann wartet da hinten was auf mich, ja, und was da wartet, das gucken wir uns mal mit der nächsten Karte an. Ja, und jetzt guck mal, was da wartet.
Ich habe die Karten nicht zurückgelegt. Ich habe sie wirklich gemischt und gezogen. Und wir haben hier die Geburt. Ja, das heißt, hier wartet was Neues. Hier wartet was anderes. Wir haben hier fast schon irgendwie so ein pochendes Herz da drin mit einem Engel drüber. Ja, so eine Art Liebesengel. Also hier warten neue, eine neue Lebensphase jetzt anbricht. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn man aus diesem Mangeldenken rausgeht, vielleicht hat man sich auch gegenseitig in der Partnerschaft so ein bisschen mit schlechtem Denken runtergezogen, bedeutet das hier, wenn man zusammen in das Positive geht, sind hier neue Ideen zu verwirklichen und man kann gemeinsam in eine neue Lebensphase gehen. Ja, auch sehr beschützt von oben, hier mit diesem Engel angedeutet. Und das ist auch wie ein Geschenk, ja. Denn wenn wir mutig sind, wir hatten ja hier den Mut drin, dann wird der auch oft von den Himmeln belohnt, wenn wir ein bisschen mutig sind, ja. Wenn du Single bist, bedeutet das, wenn du aus dem Mangeldenken rausgehst, wirst du ganz schnell sehen, dass dir Flügel wachsen und dass du ganz schnell in eine neue Lebensphase trittst, ja. Das geht dann rasant bei dir. Und bei allen anderen, die irgendwie unglückliche Themen haben in der Liebe, bedeutet das, geh diesen Schritt, den ich vorher schon angesprochen hatte, lecke dir nicht deine Wunden, sondern schaue nach dem Fundament, geh raus aus dem Mangeldenken und schau dir das genau an. Ja, was kannst du Schönes an dir sehen oder am Partner? Und was sagt dir das dann? Ja. Und dann geh mutig in diese neue Lebensphase und auf diese neuen Inspirationen, die du auch bekommst, nimm sie an von oben als Geschenk und geh das auch an. Ja, hier kannst du wirklich aufsteigen. Das ist eine ganz, ganz positive Botschaft, gerade weil im Granat ja auch immer so ein Stück weit stark der Kummer auch mitschwingt und man soll nicht länger hier festhängen, ja, in dieser Phase. Es ist eine unheimlich schöne Karte. Ich zeige sie dir noch mal, der Hoffnung auch, ja, dass alles gut wird. So, dann schauen wir mal die nächste Karte an. Und hier haben wir die Konflikte. Ich lese dir das gerade mal vor. Gegensätze in Partnerschaften sind Geschenke. Was sagt uns diese Karte jetzt? Also hier geht es darum, also auch wenn hier steht, Gegensätze in der Partnerschaft sind Geschenke. Es sind insofern Geschenke, dass man selber auch sieht, wo sind meine Grenzen? Ja. Wer bin ich überhaupt selbst? Also das ist schon anstrengend, auch in der Partnerschaft, wenn man viele Gegensätze hat. Man wird immer wieder neu gefordert. Ja, man muss viel stärker, wie wenn es nur Übereinstimmungen gibt, ja, also diesen Konflikten auch aktiv begegnen, miteinander sprechen und sehr viel tun. Ja, und dadurch reift man auch innerlich ungemein. Also das ist auch mit diesen Geschenken gemeint. Andererseits bedeutet es auch, also sich nicht alles gefallen zu lassen, sondern es geht auch hierbei, Grenzen zu erkennen und auch zu erkennen, wie wichtig eigentlich Sprechen miteinander ist, um auch solche Konflikte nicht schwelen zu lassen, sondern dass man die auch direkt angeht, dass man eben nicht in so ein Mangeldenken verfällt oder sich zurückzieht oder die Wunden leckt und so weiter, sondern dass man da aktiv damit umgeht. Also da hat man sich schon nicht ein ganz leichtes Thema in der Partnerschaft ausgewählt. Aber es ist auch ein Hinweis, dass man zum Beispiel, wenn es in Partnerschaften als so Machtspielchen gibt, ja, die so unterschwellig jeder versucht, so ein bisschen sein Ding durchzuboxen. Und das kann dann gerne in so Machtspielchen enden. Und das macht ja auch sehr unglücklich und man ist da gemeinsam nicht in der Fülle. Also hier ist wirklich eine aktive Konfliktlösung. Also wenn es da irgendwas gibt,
dann sagt die Karte ganz klar, also wage da den Neubeginn, wage da praktisch das anzugehen, dieses Thema, damit das erlöst werden kann. Jetzt im November ist da eine gute energetische Zeit auch bei dir dafür. Du hast den Halt und den Mut, den du auch brauchst, um das angehen zu können. Ja? So, jetzt schauen wir mal bei dir noch die letzte Karte, die Engelkarte, was die für einen Hinweis gibt. Und du hast auch, wir haben hier schon einen Erzengel und hier haben wir jetzt auch einen Erzengel und zwar Michael zeigt sich hier. Und das passt total, weil Michael hilft, auch karmische Verstrickungen zu lösen. Ja, also wenn es da etwas gibt, wo schon auch karmisch drin liegt oder auch in Vorleben, darfst du aktiv auch Michael drum bitten, dir zu helfen, diese alten Verstrickungen zu lösen. Er kommt mit seinem machtvollen Schwert und möchte die durchtrennen. Er hilft, also er reinigt einen, er schützt einen und er befreit. Ja, und wie gesagt, er trennt alle negativen Energien ab. Also wenn du das Gefühl hast in der Partnerschaft, es sind karmische Themen, dann bitte da, es reicht schon zu bitten, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, wie alles erlöst wird und abgetrennt wird von dir, ja, und wenn es dem höchsten Wohle dient, auch von deinem Partner. Das sollst du immer an die höheren Stellen abgeben, nicht selbst aktiv machen, dass du hier zum höchsten Wohle aller darum bittest und dann wird das nur getan, wenn es wirklich im Einklang mit allen Gesetzen ist, ja, dass man da nicht gegen Gesetze oder freien Willen vom anderen verstößt, ja, immer bei sich beginnen und wenn man das Gefühl hat, da muss geholfen werden in der Partnerschaft, dann wirklich die höheren Stellen auch darum bitten, das dann zu segnen und aktiv zu begleiten, dass es zum Wohle aller ist, dass da keine Grenzen überschritten werden. Also das kann man tun oder auch wenn man Single ist zum Beispiel, dass man dann auch bittet, dass da geholfen wird, wenn irgendwelche Altlasten einen noch zurückhalten, einen sich nicht öffnen lassen für das Gegenüber, dass man da bittet, vielleicht auch um Reinigung bittet, um Schutz bittet, wenn man so vielleicht nicht mehr so viel Vertrauen gerade hat, ja. Und ja, einfach auch bei schwierigen Partnerschaften, wo es viele Probleme gibt, da dann insbesondere, ja, dass da dann auch, wie gesagt, diese negativen Energien oder Schnüre gelöst und getrennt werden dürfen, damit diese einen auch nicht länger in diesem Mangelgedanken halten, sondern es geht wirklich hier um den Neubeginn, dass man aufsteigen kann in das Positive, ja, in die neue Lebensphase, ja, für alle Beteiligten. Ja, das ist ja auch eine wunderschöne Botschaft. So, ich hoffe, das Liebesorakel für diesen Monat, für November, hat dir, euch gefallen. Und ich freue mich natürlich über Kommentare, über Likes oder auch, wenn du meinen Kanal verfolgst. Und wünsche bis dahin eine gute Zeit und noch einen schönen Rest November. Ja, und ich sag mal, seid gesegnet alle in Liebe, ja, eure Dani. Tschüss.